Wie hupen die Leute hier mal? Heilige Kacke! Da war klar, dass ich... Hey, hi, wir sind jetzt an der gleichen Stelle. Ah, fuck. Ich nehme mal Gas weg an den Stellen, weil ich nicht mehr weiß, wo es lang geht. Die Strecke ist blöd. Lol, warum schaffe ich jetzt den Sprung nicht? Lol, warum schaffe ich den Sprung? Die Aussage ist auch mal geil. So, gib Hackengas. So, geht doch. 3 Sekunden schneller, jedenfalls etwas. Lol, wie kommt man in das Ziel? Ja, das ist recht schwer. Da musst du so komisch schräg ranfahren und dann so reinspringen. 17 Sekunden schneller. Und? Wow, Platz 7. Alter, 37 Sekunden. 34 Sekunden der erste. Alter. Respekt. Also falls der erste oder zweitplatzierte auch noch. Das hier sieht die Strecke. Respekt. In 34 Sekunden oder 37 Sekunden. Scheiße. Scheiße, jetzt habe ich den Sprung ins Ziel vermasselt. Fuck. 53 Sekunden. Mist, ich hätte das mit irgendwas mit 40 absolvieren können. Vielleicht wäre ich dann sogar ein Fünfter gewesen. Okay. Puh. Wie läuft's bei dir gerade? Gut, aber... ...57 Sekunden. Wow. Ist auch schon gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gar nicht, was hatte ich gerade? Ich glaube, ich hatte auch gerade 57. Kann das sein? Kann gut sein. Zu Ende. Zu Ende. Ich hatte 53. Da aber das ist auch ein geiler Server. Macht mal einen Server über einen Let's Player, macht einen Server, macht noch Werbung bei den einen. Bei den jetzt krieg ich wieder LP-Punkte. Und dann auch so viele und du kriegst keine. Und ey, ich verstehe das nicht. Und der Fünftplatzierte kriegt auch keine. Also irgendwie blicke ich da nicht ganz durch. Wofür könnte denn LPA-Punkte sein? Ihr schaut euch gerne Let's Plays an, dann abonniert doch Let's Crip. Wetten, der Kanal ist schon längst geschlossen oder der hat irgendwie seit 5 Monaten nichts mehr hochgeladen. Mhm. Kann man da mal schauen. Ja. Also wenn der Let's Play noch aktiv ist, steht bei mir in den irgendwo in irgendeiner Folge bestimmt mal ein Link. Also ja. Unten in der Beschreibung. Bei mir sicherlich auch. Wenn ich es nicht vergesse, also. Wenn ich es vergesse, dann schreibt mich in den Kommentaren an. Dann füge ich... Spammt ihn voll. Genau, spammt mich voll. Wow, Wasser. Ich glaube, du bist da auch reingefahren, oder? Ja. Hehe. Wow, wow. Nicht aufs Dach, nicht aufs Dach. Nicht aufs Dach. Nein, ihr habt den Sprung doch geschafft. Jetzt den Sprung machen wird schwer. Scheiße. Wenn du bei dem Checkpoint bist, ist das glaube ich wieder unmöglich, den Sprung zu machen. Ja, bisschen Anlauf nehmen. Wenn du da nicht rüberkommst, ein bisschen Anlauf nehmen, dann geht das wieder. Okay. Also dann hast du... Boah. Genug Speed. Ich sehe das Ziel, ich sehe das Ziel. 1:17. Bis Erster. Nee, Zweiter. Der Erste hat 41 Sekunden.
Also ich bin der Zweite, der überhaupt auch ins Ziel gekommen ist. Ah, das Ganze dann nochmal. Nochmal durch die Sandstrecke. Ja, schon 6 Sekunden besser hier. Nein! Okay, Anlauf nehmen. Bei der Stelle kann ich viel Zeit raushauen. Alter, warum geht das jetzt nicht mehr? Sechster. Auf was bin ich? Kannst du das sehen? 2. Okay, immer noch. Alter, ich schaff diesen verschissenen Sprung hier nicht mehr. Ja toll, jetzt fliege ich da wieder runter, Alter. Ja, geschafft. Heilige Scheiße. Der ist schwer. Da habe ich jetzt sogar länger dran gesessen als gerade. Ja, es wird keine neue Bestzeit. Nee, 51 Hundertstel zu langsam. Da fährt der Raphael gerade. Oder jedenfalls sein Name fuhr mir gerade durchs Bild. Fünfter. Ich bin vor dir. Echt? Ja. Scheiße. Muss ich mich jetzt hier beeilen. Ha. Jetzt hast du... Was ist jetzt? Nein, verdammt. Nein, warum fahre ich denn gegen diesen Pfeiler? 41, 42, 42 Sekunden. Erster. Nein, lange, 31. Okay, ich bin wieder Fünfter. Ich habe dich mal abgehangen. Okay, du hast 48 dafür gebraucht, heilige Scheiße. Okay, dann bist du mir recht dicht am Arsch. Mit Entfernen kannst du denn, oder löschen kannst du, ne, entfernen, kannst die ganze Strecke neu starten. Nicht am Checkpoint, sondern ganz von Anfang an. Wenn du weißt, oh, ich verkack's. Ja. Ja, und denn? Ich habe jetzt auf, achso, auf Entfernen. Ah, da, ich habe auf Escape gedrückt. Das ist gut zu wissen, danke. Warum fahre ich eigentlich immer an die Seite lang, wo die Säule steht? 37! Ja, noch schneller geworden. Ach, das war ja knapp in meinen 37 Sekunden. Haben die noch gezählt? Bitte haben die noch gezählt. Ja, die haben noch gezählt. Geil. Mal gucken, ob ich jetzt wieder LP-Punkte bekomme. Nee. Doch. Oder? Ich auch. Du auch? Aber warum? Und der Erste bekommt keine. Ich blick da noch immer noch nicht durch. Ja, let's crypt. Crip. Let's crip. Let's shit. Einfach mal vorbeischauen. Ja. Moment. Rechts rum, ne? Ich glaube schon, ja. Okay. Also ich probier's mal links rum. Könnte ja klappen. Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht. Lol. Nee. Verarsche. ich hätte denken können, dass das Verarsche ist, aber gut. Lol. Wie hast du denn die Kurve gekriegt? Erstmal meine erste Runde ist immer erstmal Strecke kennenlernen. Alter, warum stellen die mal hier solche Scheißsäulen in die Mitte auf?
Ja, und da drehe ich mich super. Wir fahren die ganze Zeit im Kreis, ne? Ach, tä. Jetzt ist man hier wieder auf der Strecke, wo man gerade angekommen ist. Hä? Wo ist denn das Ziel, bitte? Da sind wir hergekommen. Ich verstehe das gerade nicht. Müssen wir jetzt ins Ziel? Ja. Fünfter. Lol, ich habe das überhaupt nicht. Ich bin da gerade zwei, dreimal im Kreis gefahren. Ja, 1,36, witzig. Ah, ich bin da zwei, dreimal gerade im Kreis gefahren. Heilige Scheiße. Das wird eigentlich, sollte man mit dem Sprung über die Strecke drüber springen. Wie es ausschaut. Lol. Soll man über die Strecke drüber? Heilige Scheiße. Warum bist du schon wieder so weit vorne? Weil ich neu gestartet habe. Tach. Und rein ins Ziel. 45 Sekunden besser. Geht auch schon mal. Du hast mich nicht überholt. Das ist gut. Alter, diese Pfeiler, die stehen genau in der Ideallinie. Das ist der Hammer. Njung. Ja, perfekt. Nein. Fahr da durch. Oh. Ich hab den Streckenweg jetzt verstanden. Wow. Alter, immer fahre ich direkt gegen diese Fuckpfeiler. Ich ebenfalls. Ich bin drüber, über die Strecke drüber gesprungen. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Und dann kannst du kurz über die Wiese fahren. Und dann... Jupp, Sprung geschafft. Und rum. Noah, nochmal 8 Sekunden schneller. Ja. Alter, der eine ist 10 Sekunden schneller als ich. Dieser Red, sonst was da. Der gewinnt jedes Mal. Ja, der ist gut. Der eine hupt hier andauernd. Meep, 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 meep. Zum Glück habe ich die In-Game-Sound ausgeschaltet. Ach, vorbei. Trivia, dieser Red 1895 da. Der gewinnt jedes Mal. Verdammt, ich bin nicht schneller als du. Oh, puh, das wäre auch ärgerlich. Ah, puh. Krieg ich LP-Punkte? Ja, und du nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. Besonders der erste kriegt keine, der zweite kriegt welche, dritte und vierte kriegt keine, fünfte, sechste, okay, so schnell war ich jetzt nicht. Verstehe ich nicht. Im Ladebildschirm sind jetzt Autos bei mir abgebildet, die es in dem Spiel hier nicht gibt. Warum? Ist zwar schwer zu erkennen, weil dieser Ladebildschirm total verpixelt ist, aber das sind jedenfalls nicht diese Autos. Oh, die erste Strecke.
eine Strecke, die schon vorbereitet ist. Wie jetzt vorbereitet ist? Das ist keine selbstgebaute. Ah! Das ist die erste Strecke auf den Singleplayer-Maps. Ah, interessant. Es gibt hier einen Singleplayer? Ja. Das ist tatsächlich schneller als ich. Ich glaub's nicht. Vierter. Da fährt auch einer mit einem Auto, das es nicht gibt. Vierter. Du bist Fünfter.